Meine sehr verehrten Damen und Herren Stadträte, sehr verehrte Gäste, wir möchten mit der Sitzung beginnen. Ich begrüße Sie zur 39. Sitzung des Stadtrates und zu Beginn möchten wir zwei Verstorbenen gedenken. Der eine ist Herr Günter Miet, er war Ehrenbürger unserer Stadt und hat über Jahrzehnte das Leben in unserer Stadt mitgestaltet. Er war nicht zuletzt der Vorsitzende des Runden Tisches hier in der Stadt Zwickau in den Zeiten Ende 1989, Anfang 1990, bis dann die demokratisch gewählten Stadtverordnetenversammlung in ihren Dienst aufgenommen hat. Der zweite ist Herr Lothar Reismann. Lothar Reismann war über viele Jahre auch Mitglied der Stadtverordnetenversammlung und später Mitglied des Stadtrates in der Fraktion der FDP. Herr Reismann war auch in der Stadt ehrenamtlich sehr aktiv. Keiner hat ihn vergessen in seiner Funktion als Sprecher der Seniorenvertretung. Er hat neben der Martin-Römer-Ehrenmedaille der Stadt Zwickau auch die Annenmedaille des Freistaates Sachsen erhalten. Ich bitte Sie in Gedenken an diese beiden Persönlichkeiten, die in unserer Stadt gewirkt haben, sich von ihren Plätzen zu erheben. Auf 65 Lebensjahre kann Herr Rockstroh zurückblicken. Wir gratulieren ihn ganz herzlich nachträglich zu seinem 65. Geburtstag. Ja, weil wir bei Geburtstagen sind und ich heute die Ehre hatte, der ältesten Zwickauerin zum Geburtstag zu gratulieren, will ich das heute hier erwähnen. Die Frau Erna Schumann wurde, bitte hören Sie genau zu, 1910 geboren. Sie ist heute 108 Jahre alt geworden. Recht herzlichen Glückwunsch auch von dieser Stelle. In Zwickau kann man alt werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren Stadträte, wie Sie informiert sind und sicher auch das selbst wahrgenommen haben, läuft heute auf dem Hauptmarkt die Stadtwette im Rahmen unseres 900. Geburtstages und deshalb werden wir auf alle Fälle 18 Uhr in eine Pause eintreten, etwas vorher, wenn das möglich ist. Wir haben ja 17 Uhr die Einwohnerfragestunde, also dass wir so vor 18 Uhr, wenn es möglich ist, dann auch alle Stadträte mit auf dem Hauptmarkt kommen und die 900 in Menschenform auf dem Hauptmarkt gestalten können. Damit im Zusammenhang steht auch, dass wir heute keine Pausenverpflegung hier im Rathaus haben, sondern da ja auf dem Hauptmarkt genügend Stände jetzt aufgebaut sind, können Sie sich dort entsprechend bedienen. Ich stelle die ordnungsgemäße Einberufung zur heutigen Sitzung fest und es sind jetzt 40?
44 Stadträte erschienen, sodass die Beschlussfähigkeit gegeben ist. Entschuldigt haben sich Herr Dr. Luther, Frau Luther, Herr Ansorge und Herr Schuch. Vor Eintritt in die Tagesordnung möchte ich die allgemein geltenden Regeln für unsere Stadtratssitzung noch einmal verlesen, wobei ich ausdrücklich darauf hinweise, dass ein Punkt noch hinzugekommen ist. Erstens, Bild, Film, Video und Tonaufnahmen aller Art sind generell nicht gestattet, außer hier im hinteren Saalbereich, den ich der Presse für die Stadtratssitzung zugewiesen habe. Zweitens, für das Rathaus insgesamt gilt, es dürfen keine lärmproduzierenden Gegenstände benutzt werden. Und jetzt kommt das, was neu aufgenommen ist. Mit Ausnahme von einfachen optischen Sehhilfen, wie zum Beispiel Brillen, dürfen sonstige optische Sicht- und Vergrößerungsgeräte, wie zum Beispiel Ferngläser, nicht benutzt werden. Transparente, Plakate und Banner sind nicht erlaubt. Das Zeigen von politischen Aussagen, beispielsweise auf Kleidungsstücken, ist nicht gestattet. Flugblätter dürfen im Rathaus nicht verteilt oder ausgelegt werden. Eine Störung der Sitzung, insbesondere Zwischenrufe, sind nicht gestattet. Drittens, im Zuschauerbereich des Bürgersaals, das heißt auf der Bürgergalerie, sind Handys und andere mobile Endgeräte auszuschalten. Diese Regelungen, auch mit der Ergänzung, haben wir aus gegebenen Anlass angeordnet. Sie dienen insbesondere dazu, den ordnungsgemäßen Sitzungsverlauf zu gewährleisten und für alle, die an dieser Sitzung teilnehmen, gerade auch für die Zuhörer und Zuschauer, ein Mindestmaß an Ordnung und Sicherheit herzustellen. Zu Tagesordnungspunkt 1, den allgemeinen Regularien. Ich bitte, dass die Stadträte Herr Pescher und Herr Müller sich bereit erklären, die Niederschrift der heutigen Sitzung zu unterzeichnen. Spricht da etwas dagegen, Herr Pescher? Ich muss mich leider für ca. 18.30 Uhr entschuldigen, weil ich 19 Uhr einen Termin im Peter-Breuer-Gymnasium habe. Herr Müller? Dann bitte ich den Herrn Reichel, ist das möglich? Auch nicht, der Nächste? Herr Rockstuhl, Sie haben heute den Blumenstrauß erhalten, dann haben Sie... Danke. Also Herr Müller und Herr Rockstuhl. Erhebt sich dort Widerspruch? Sehe ich nicht. Dann möchte ich auf das Mitwirkungsverbot gemäß § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung hinweisen und bitte Sie, anhand der Tagesordnung zu prüfen, ob bei Ihnen Befangenheitsgründe vorliegen. Wenn das der Fall sein sollte, bitte vor Eintritt in den Tagesordnungspunkt bekannt geben. Die Niederschriften über die öffentlichen Sitzungen des Stadtrates vom 22.02. haben wir Ihnen zur Kenntnis gegeben. Einwendungen liegen nicht vor und ich stelle damit Kenntnisnahme fest. Ihnen wurde bereits im Vorfeld mitgeteilt, dass folgende Tagesordnungspunkte von der heutigen Tagesordnung abgesetzt werden. Top 3.1, Implementierung eines Jugendbeirates in der Stadt Zwickau. Hier ist noch eine zweite Lesung im Kultur-, Sozial-, Sport- und Bildungsausschuss erforderlich. Top 3.2, Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Zwickau. Das steht mit der Implementierung des Jugendbeirates in Verbindung und ist deshalb auch nicht zur Beschlussfassung vorgesehen. Und Top 3.8, Radroutenkonzept, ist vom Bau- und Verkehrsausschuss ebenfalls eine zweite Lesung beantragt worden und wird dann auch durchgeführt. Top 4.2, Umgestaltung Zentralhaltestelle, ist vom Einreicher nach der Diskussion im Ausschuss zurückgezogen worden. Gibt es Ihrerseits Einwände, Anmerkungen zur Tagesordnung? Das ist nicht der Fall, dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 2, Anfragen der Stadträte. Und ich bitte als erstes Herrn Stadtrat Tristan Drechsel um seine Frage. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, werte Stadtratsmitglieder, ich habe eine Sachanfrage zur emotional geführten Glyphosat-Debatte. Konkret, welche Mengen glyphosathaltiger Herbizide wurden in den Jahren 2016 und 2017 von der Stadt Zwickau
bzw. von ihr beauftragten Firmen auf kommunalen Flächen ausgebracht und wie groß waren diese Flächen insgesamt? Wie viele Ausnahmegenehmigungen zum Einsatz glyphosathaltiger Herbizide wurden 2016 und 2017 durch die Stadt Zwickau beantragt und wie viele davon wurden genehmigt? Wie viele Arbeitsstunden wurden 2017 von der Stadt und ihren beauftragten Firmen zum Zwecke der Unkrautbekämpfung aufgewandt? Bitte unterschieden nach Ausbringung von Herbiziden und anderen Methoden. Frau Bürgermeisterin Köhler wird die Fragen beantworten. Bitte. Sehr geehrter Herr Stadtrat Drechsel, glyphosathaltige Herbizide werden durch die Ämter der Stadtverwaltung nur für Nichtkulturland zur Genehmigung beantragt und durch sie einschließlich der beauftragten Firmen dort eingesetzt. Es wurden zur Herstellung der Verkehrssicherheit insgesamt 185.340 Quadratmeter Flächen beantragt, aber nicht alle werden tatsächlich jährlich behandelt. Daraus ergibt sich ein Verbrauch von ca. 180 Liter Glyphosatmittel mit Zulassung pro Jahr. Die Ausnahmegenehmigung wurde für die genannte Flächengröße von ca. 185.340 Quadratmeter erteilt. Es ist eine Gesamtgenehmigung, die das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie auf Antrag und nach Flächenbesichtigung ausstellt. Die genehmigten Flächen sind dabei auf 14 Datenblättern mit jeweils ca. 40 Einzelflächen, die dort metergenau bezeichnet sind, beigefügt. Entsprechend von Lage und Bodenbeschaffenheit der Fläche erfolgte die Festlegung des Verfahrens, also des Verfahrens des Herbizideinsatzes. Ich möchte Ihnen das als Stadträte zeigen. Das sind also hier in dieser Form 14 Datenblätter mit den jeweils genau bezeichneten Straßen- und Meterangaben, wo glyphosathaltige Mittel eingesetzt werden. Es ist dahinter verzeichnet Größe in Quadratmeter, Verfahren, Eintrittspfad in Gewässer oder Kanalisation vorhanden, Art der Fläche und Flächenbeschaffenheit. Also hier und das zuständige Landesamt beurteilt also auf Antrag diese Flächen und ordnet auch die Verfahrensart zu. Herr Drechsel fragte in der dritten Unterfrage, wie viele Arbeitsstunden wurden 2017 zur Unkrautbekämpfung aufgewandt, unterschieden Ausbringung von Herbiziden oder anderen Methoden. Die Unkrautbekämpfung erfolgt in der Stadt Zwickau in der Regel zusammen mit anderen Arbeiten. Eine Statistik zur Frage Arbeitsstunden Unkrautbekämpfung 2017 differenziert nach Herbizideinsatz, ja oder nein, wurde in der Verwaltung nicht gefertigt und ist nicht vorhanden. Ich möchte hier anfügen, einfach das, was tägliches Brot für uns ist. Das erreichen uns täglich im Zeitraum von Frühjahr bis Herbst über das Online-Portal oder in andere Formen. Beschwerden über Grünwuchs, Unkraut, das beseitigt werden soll, bewucherte Grundstücke, Fußwege, Radwege, Straßenränder. Schon jetzt kann den Anforderungen, die an eine saubere Stadt und saubere Stadtteile und Verkehrswege stehen, von der Stadtverwaltung nicht Genüge getan werden. So, danke, Frau Bürgermeisterin Köhler. Als nächstes bitte ich Herrn Juraschka. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, meine Damen und Herren Stadträte. Nicht alle Formulare im Downloadbereich der Homepage unserer Stadt können am Computer ausgefüllt werden. Ich muss
vorausschicken. Ich hatte ursprünglich die Frage gestellt, alle Formulare im Download-Bereich können nicht online ausgefüllt werden. Das habe ich dann am Montag gemerkt, dass dem nicht so ist, oder ich darauf aufmerksam gemacht. Sie müssen erst ausgedruckt und dann umständlich per Hand ausgefüllt werden. Dies ist aus meiner Sicht leider überhaupt nicht mehr zeitgemäß und wegen dieser fehlenden Funktion auch nicht bürgerfreundlich. Es sollte daher aus meiner Sicht umgehend selbstverständlich möglich sein. Irritierend für mich ist natürlich, dass im Nachhinein sich herausgestellt hat, dass einige gehen, einige Formulare und einige eben nicht. Deswegen meine Frage, ab wann stellt die Verwaltung ihren Bürgerinnen und Bürgern diese Ausfüllhilfe für alle Formulare des Download-Bereiches zur Verfügung? Sehr geehrter Stadtrat Juraschka, die Stadtverwaltung Zwickau stellt bereits im Bereich Wohngeld, Kultur, Gewerbe, Wirtschaftsförderung und Bauordnung online ausfüllbare Formulare bereit. Diese sind teilweise zentral durch den Freistaat Sachsen vorgegeben, teils mit eigener Technologie erstellt. Leider ist es derzeit so, dass je nach verwendeter Technologie der Formularbereitstellung und der vorhandenen Ausstattung beim Bürger diese Formulare unterschiedliche Funktionalität aufweisen. So kann ein an sich ausfüllbares Formular beim Nutzer als nicht ausfüllbar erscheinen. Das können wir derzeit nicht ausschließen. Die Stadtverwaltung wird nach und nach Formulare auf einer technologieunabhängigen Basis erstellen bzw. anpassen. Dabei müssen natürlich die verschiedensten gesetzlichen und technologischen Anforderungen beachtet und erfüllt werden. Insoweit kann auch keine Frist zur generellen Umstellung genannt werden. Herr Juraschka, Ihre zweite Frage bitte. Danke für die Beantwortung. Die zweite Frage rührt aus einer Pressemitteilung der vergangenen Woche. Auf der anderen Seite des Büros für Wirtschaftsförderung steht als erster Satz, die Wirtschaftsförderung der Stadt Zwickau ist als erster Ansprechpartner sowohl für bereits in Zwickau ansässige als auch für ansiedlungswillige Unternehmen bzw. Existenzgründer. Nach der Information der Freien Presse vom 13. April hat Volkswagen Braunschweig den Bau einer 100x300 Meter großen Werkhalle in Merane als Produktionsstätte für die Achsenfertigung in Auftrag gegeben. Daher meine Frage, was hat die Wirtschaftsförderung der Stadt Zwickau alles unternommen, um die Ansiedlung dieser Produktionsstätte nach Zwickau zu bekommen? Die zweite Frage ist eher rhetorischer Natur, die kann man sich fast selber beantworten. Kann Zwickau es sich auf Dauer leisten, Industrieansiedlungen an das Zwickauer Umland, wie zum Beispiel Meronne oder Reinsdorf, weiter zu verlieren? Gerade auch im Hinblick der Umstellung von VW Sachsen auf E-Mobilität. Und was ist in dem Zuge, in dem konkreten Fall, aus der ursprünglich geplanten und teilweise schon bebauten Gewerbefläche des Meta-Werkes in Pilbitz geworden? Beziehungsweise was soll damit mittel- und langfristig passieren? Sehr geehrter Herr Stadtrat Juraschka, Sie haben eine sehr ausführliche Antwort schon erhalten. Die werde ich nicht jetzt in dieser langen Form verlesen, sondern etwas verkürzt. Aber auch dieses wird schon auch mehr sein, vielleicht als das, was Sie konkret gefragt haben. Die angefragten Aktivitäten, um Ansiedlung dieser Produktionsstätte nach Zwickau zu bekommen, stellen für die Wirtschaftsförderung nur eine Facette der umfangreichen Handlungsfelder dar. Die strategische Ausrichtung bildet das vom Stadtrat beschlossene Handlungskonzept Wirtschaft Zwickau 2025, als auch die ebenso zur Umsetzung beschlossene Konzeption zu Industrie- und Gewerbeflächenpotenzialen der Stadt. Hierzu sind allerdings entsprechende personelle und finanzielle Ressourcen erforderlich. Bei all den anstehenden immens neuen Herausforderungen an die Zulieferindustrie, an die Forschungslandschaft und Technologieförderung wird die Wirtschaftsförderung von VW Sachsen als ein strategisch wichtiger und notwendiger Partner gesehen und steht kontinuierlich in sehr engem Kontakt mit Volkswagen Sachsen. Dazu gehören auch im Rahmen der bestehenden Kooperationsvereinbarung zahlreiche direkte Gesprächskontakte zu geplanten Erweiterungen, notwendigen Standortanforderungen, benötigter Infrastruktur, Fachkräftesicherung und weiteren relevanten Fragestellungen. Jedoch wurde weder seitens Volkswagen Braunschweig noch über die Wirtschaftsförderung Sachsen oder über andere Akteure die Stadt Zwickau nach einem Standort für den Bau einer 100x300 Meter großen Werkhalle als Produktionsstätte für die Achsenfertigung angefragt.
Ungeachtet dessen hätte die Stadt Zwickau auch diese Standortanfrage nicht positiv beantworten können. Es fehlen qualitativ hochwertige, freie und in einem angemessenen Zeitraum verfügbare Industrie- und Gewerbeflächenpotenziale. In der hier im Raum stehenden Größenordnung mit entsprechender Verkehrsanbindung und industrieller Eignung. Bei einigen in eingeschränktem Maße für eine gewerbliche Entwicklung noch in Frage kommenden Standorten gibt es Einschränkungen hinsichtlich Eigentumsverhältnissen, hohen auf den Grundstücken liegenden Grundschulden, starken Kontaminationen, einzuhaltender bzw. zum Teil schon ausgeschöpfter Lärmkontingente, ein auf unbestimmte Zeit noch offener Realisierungshorizont notwendiger Verkehrsanbindungen zur äußeren Erschließung, fehlende kommunale Planungshoheit. Als all dies bedeuten abschätzbare zeitliche und auch finanzielle Planungshürden. So kann die Wirtschaftsförderung aktuell mit keinen Flächenangeboten in Akquise gehen bzw. auf Anfragen reagieren. Wenn auch Zwickau wie jede andere Kommune den Ansiedlungserfolg gern auf in Frage kommenden Grundstücken innerhalb ihrer Stadtgrenzen begrüßen würde, so darf doch nicht übersehen werden, dass jeder geschaffene Arbeitsplatz in der Region Zwickau wichtig ist, denn wir profitieren als Stadt ebenfalls davon, genauso wie das Umland von uns profitiert. Obwohl wir in der Stadt Zwickau fast 53.000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte haben, ist es natürlich notwendig, dass wir Angebote machen, um auch weitere Arbeitsplätze realisieren zu können. Daher wird die Ausweisung von geeigneten, größeren, zusammenhängenden Flächenpotenzialen für eine gewerbliche Nutzung als äußerst prioritär eingeschätzt, was ja auch im Konzept Zwickau 2025 der Fall ist. Notwendig dafür sind aber planerische Vorleistungen, Verkehrswertgutachten in Vorbereitung notwendiger Grunderwerbe, Altlastenuntersuchungen, Lärmschutzgutachten, Erschließungsplanungen, Bauleitplanverfahren und so weiter. Dafür müssen natürlich auch im Haushalt die entsprechenden Mittel bereitgestellt werden. Und bei den vielfältigen Aufgaben, die die Stadt Zwickau hat, haben wir eben nicht die Mittel, die eigentlich notwendig wären, im Haushalt dafür zur Verfügung. Aber für die weiteren Jahre sind die entsprechenden Planungen ja auch mit ihren Beschlussfassungen so anzugehen. Wir können hinsichtlich notwendiger größerer Gewerbeflächenentwicklungen in Zukunft nur noch in direkter Flächenkooperation mit den Nachbarkommunen handeln, da im Stadtgebiet keine geeigneten Alternativflächen in einem angemessenen Zeithorizont verfügbar sind. Die umgehende Ausweisung und Entwicklung von interkommunalen größeren Flächen ist unabdingbar. Von strategisch höchster Priorität ist hierbei der mögliche Standort des interkommunalen Gewerbegebietes Zwickau-Werdau mit insgesamt 76 Hektar als potenzielle Fläche, wozu derzeitig erste raumordnerische und planerische Abstimmungen laufen. Hier kann ich ergänzen, dass im Planungsverband Chemnitz, wo ja unsere Region dazu gehört, das schon Thema war und auf der nächsten Tagesordnung des Planungsausschusses sein wird. Für die von Ihnen angefragten Bereiche zwischen Dorotheenstraße und Schubertstraße, diese befindet sich derzeit in einem rechtskräftigen Bebauungsplan Nummer 067a und dieser ist im Änderungsverfahren. Damit sollen für die Nachnutzung der dort befindlichen größeren Brachflächen die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden. Aufgrund der notwendigen gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrensschritte und der Beteiligung von Trägern öffentlicher Belange im Änderungsverfahren ist dieses Jahr allerdings noch nicht mit Baurecht zu rechnen. Wie gesagt, das war die Kurzform. Sie haben das also noch ausführlicher vorliegen.
Als nächstes bitte ich Herrn Dr. Bayerlein um seine Fragen. Ja, danke. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, meine Frage schließt ja genau an das an, was Herr Juraschka vorgebracht hat. Sie haben schon etliches vorgetragen, aber ich möchte trotzdem meine Fragen hier formulieren. Den Medien wurde ja gesagt, war zu entnehmen, dass das Volkswagenwerk Braunschweig im Industriegebiet Merane eine neue Werkhalle errichtet wird. Eine Investition für eine Halle mit den Maßen von 100 Meter mal 300 Meter ist keine Entscheidung über Nacht. Dies ist ein Prozess nicht nur auf Seiten des Investors, sondern auch bei den potenziellen ansiedlungswilligen und ansiedlungsfähigen Kommunen im Zielgebiet des Investors. Hierzu habe ich folgende Fragen. Wie ist es möglich, dass die Ansiedlung dieser Produktionsstätte in Merane erfolgte, obwohl wir, die Stadt Zwickau, einen Kooperationsvertrag mit Volkswagen Sachsen GmbH zum Handlungsprogramm Nachhaltige Mobilität für Zwickau abgeschlossen haben? Zweitens, was wurde von Seiten der Wirtschaftsförderung getan, um benötigte Flächen auf der Flur von der Stadt Zwickau bereitzustellen? Drittens, was waren die Gründe, weshalb diese Ansiedlungsbemühungen nicht erfolgreich waren? Viertens, wie wird das Büro für Wirtschaftsförderung künftig agieren, um derartige Investoren für eine Ansiedlung in Zwickau zu gewinnen? Vielen Dank. Ich bitte um mündliche und schriftliche Beantwortung. Bei der mündlichen Beantwortung würde ich mich darauf beziehen, was eben von mir vorgetragen wurde, und die schriftliche Antwort liegt Ihnen bereits vor. Ja. Herr Werner Fischer, Ihre Anfrage bitte. Ja, Frau Oberbürgermeisterin, meine Damen und Herren, wie man schon unten auf dem Rathausvorplatz gesehen hat, auf dem Hauptmarkt, 900 Jahre Zwickau liegen an, 900 Jahre historisches Zwickau auch. Und das wäre meine Frage mal zur künftigen Nutzung des Pulverturms, das ja auch ein historisches Gebäude in dieser Stadt ist. Im Vorfeld vielleicht mal kurz ein paar Bemerkungen noch zum Pulverturm, bevor ich dann zu meiner Frage komme. Der Pulverturm mit dem Rest der Stadtmauer gilt als das letzte sichtbare Zeugnis der einstigen Befestigungsanlage der Stadt. Diese umschloss die Stadt mit vier Stadttoren, mehrere Pforten und Verteidigungstürmen. Der Pulverturm, vermutlich in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts erbaut, diente bis 1805 zur Aufbewahrung von Schießpulver. In den folgenden Jahren wurde er bis weit nach dem Zweiten Weltkrieg zu Wohnzwecken genutzt. 1806 bis 1827 befand er sich in Privatbesitz. 1927 kaufte ihn dann die Stadt Zwickau mit der Begründung, diesen für künftige Generationen zu erhalten, was ja jetzt auch auf dem Weg ist. Vielleicht noch dazu eine kleine Bemerkung, also es war nicht nur ein Pulverturm, es war auch anderes Pulver in diesem Turm gelagert, denn in der Zeit der Sozialistengesetze wurden durch den Schachzimmer August Schlosser Zeitungen, also sprich vor allem die Zeitung der Sozialdemokrat, versteckt. Dieser wurde aus der Schweiz nach Zwickau gebracht und von hier aus dann verteilt. Also auch diese Seite ein historisches Gebäude. Aber jetzt weiter. Zum Tag des offenen Denkmals. Ja, wer kommt denn? Herr Wöhl, bitte lesen Sie Ihre Geschäftsordnung. Es ist durchaus möglich, dass man beim Anfragen auch vorher eine längere Erklärung abgibt. Zum Tag des offenen Denkmals am 10. September 2017 konnte der Pulverturm besichtigt werden. Die durchgeführte Führung und der Infostand des Fördervereins Kornhaus stießen auf starkes Interesse bei vielen Besuchern. Viele Vorschläge wurden dort auch abgegeben, eingereicht. Nach der Sanierung, nach Ende der Sanierung im nächsten Jahr, wird also ca. 120.000 Euro verbaut sein. Ich denke, auch gut angelegtes Geld. Aber ein Gebäude muss, damit es nicht verfällt, einer Nutzung zugeführt werden. Nun zu meiner Frage, Herr Müll. Auf Antrag der SPD im Mai 2013 wurde die Stadtverwaltung beauftragt, zu prüfen, ob es Bedarf für eine Jugendherberge gibt. Infolge davon wurde
im April 2014 eine Konzeption jugendherberge Gastronomie Mundenpartys vorgelegt. In der Standortanalyse wurde zum Standort Pulverturm folgende Aussage getan. Der Standort ist ein guter Stand, Endpunkt für Stadtführungen, Büro, Ausstellungsraum. Jetzt die Frage, wie ist der Sachstand zu dieser Aussage von damals? Frau Bürgermeisterin Köhler, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Stadtrat Fischer, natürlich steht die Stadtverwaltung nach wie vor zu dieser Aussage und zu dieser avisierten Nutzung als Stand- und Endpunkt für Stadtführungen. Es standen im Haushalt 120.000 Euro bereit und wir haben aus dieser Summe bestmöglich unter denkmalgeschützten, unter denkmalpflegerischen Gesichtspunkten das Beste herausgeholt. Im Einzelnen habe ich Ihnen das in der Beantwortung aufgeführt, was umgesetzt wurde. Reparatur der Dachentwässerung, Aufarbeiten Fensterläden, Reparatur, Geländer und Entwässerung, Abdichtung im Fundamentbereich, Sie können es noch sehen, Putzerneuerung der Turmaußenwände und Stadtmauerreste, Entkernungsarbeiten im Turminneren sowie eine Teilerneuerung der Hausinstallation. Wir sind mit diesem Geldbetrag und mit diesen Maßnahmen noch nicht so weit, dass der Pulverturm jetzt genutzt werden kann für die von Ihnen vorgeschlagene Variante. Und es hat sich auch noch kein Nutzer gefunden. Es gibt hier noch keine Festlegung, wer dort als Nutzer den Pulverturm übernimmt. Aber wir arbeiten weiter an der von Ihnen vorgeschlagenen Variante, Ausgangs- und Endpunkt von Stadtführungen. Herr Stadtrat Heinzig, bitte.